Hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck. Wir beginnen die Woche mit einem Blick auf die Aktie der Commerzbank. Die ist ja nach wie vor heiß beliebt bei den Anlegern, bei den Analysten von Equinet. Die überschlagen sich jetzt nicht gerade vor Begeisterung, empfehlen die Aktie aber nach wie vor zum Halten und versehen sie mit einem Kursziel von 10 Euro. Das haben sie am Montag nochmal bestätigt. Allerdings 10 Euro, das haben wir, wie wir sehen, eigentlich schon hinter uns gelassen. Die Aktie ist in den letzten Tagen deutlich darüber geklettert, notierte zurzeit im Bereich von 1,40 Euro. Die Analysten von Equinet sehen fundamental bei der Aktie kein Potenzial mehr. Dabei muss man sagen, charttechnisch ist doch noch einiges an Potenzial vorhanden, denn von ihren Sommertiefs hat sich die Aktie mittlerweile doch sehr deutlich abgesetzt. Also wir können hier durchaus einen kleinen Aufwärtstrend einzeichnen, allerdings auch eine etwas seitwärts gerichtete Tendenz. Aber immerhin sehen wir immer noch steigende Hochpunkte. Die Aktie notiert über den wichtigen gleitenden Trend. Ich nehme das hier nochmal raus, dass Sie das besser sehen können. Also hier über der 38-Tage-Linie in Pink und der 90-Tage-Linie in Blau, also deutlich darüber, fungieren auch als Unterstützung. Die Marke von 10 Euro ist hier wirklich so ein ganz wichtiger Meilenstein für die Aktie. Sollte jetzt hier nachhaltig überwunden werden, dann kann es auch in den nächsten Schritten schön nach oben gehen. 10,50 Euro wäre so das nächste Verlaufshoch, 11 Euro und dann natürlich die magische 12-Euro-Marke. Dafür ist natürlich aber doch noch einiges an Arbeit zu erledigen. Das werden wir nicht von jetzt auf gleich sehen. Und bei der Aktie der Commerzbank muss man auch ganz klar immer die fundamentale Lage gut beobachten. Hier gut, im Großen und Ganzen sehen wir hier einen 5-Jahres-Chart, natürlich nach wie vor abgerichtete Tendenz, aber hier möchte ich hier Augenmerk auf diesen Bereich legen. Das ist hier die pinke 200-Tage-Linie und da ist die Aktie jetzt, oh Gott, da ist die Aktie jetzt hinüber geklettert und das ist natürlich ein schönes Kaufsignal, was die Stimmung grundsätzlich natürlich ein bisschen hebt. Und wir machen weiter mit der Aktie von BASF. Die ist in den vergangenen Tagen etwas unter Druck gekommen, hat jetzt zum Wochenauftakt aber wieder ein bisschen Luft geholt und sich beschleunigt bis auf 77,50 Euro. Das Jahr bislang für die Aktie von BASF eher volatil, sehr seitwärts gerichtet. Allerdings hat sie hier vor kurzem für ein schönes Kaufsignal gesorgt, als sie die 76-Euro-Marke hinter sich gelassen hat. Die 76 Euro, das ist sie ein paar Mal rangelaufen in diesem Jahr, leider immer wieder gescheitert und deutlich zurückgefallen. Jetzt hat sie aber im Spätsommer für schöne Kaufsignale gesorgt, als sie die 38- und die 90-Tage-Linie nach oben überwunden hat. Also dieses Kaufsignal, das wirkt schön bis heute nach. 76 Euro eine wichtige Unterstützung. Als nächstes sollte die Aktie dann wieder Kurs nehmen auf das Verlaufshoch bei 78 Euro. Das wäre natürlich ein schönes weiteres Kaufsignal, wenn diese Marke auch noch rausgenommen wird. Hier natürlich auch nochmal der Blick auf die letzten Jahre. Ganz klar ein schöner, intakter Aufwärtstrend. Die Beschleunigung, die wir von den Jahren 2009 auf 2011 gesehen haben, die ist jetzt nicht mehr ganz so gegeben. Aber immerhin hat die Aktie hier wirklich diese wichtige 70-Euro-Marke hinter sich gelassen. Da will ich gar nicht so viel reinzeichnen, weil ich eigentlich will, dass Sie sehen, dass hier auch die 200-Tage-Linie außer Kraft gesetzt wurde im Bereich von 70 Euro. Und die Aktie natürlich hier auch für ein schönes Kaufsignal gesorgt hat, was bis heute, naja, andersrum ist vielleicht sinnvoller, dass hier ein schönes Kaufsignal generiert wurde, was natürlich auch noch bis heute nachwirkt. Und wir machen weiter mit einem weiteren Finanztitel. Wir wollen natürlich auch schauen, wie die Deutsche Bank sich heute schlägt. Wir sehen einen erfreulichen Wochenauftakt. Es geht hoch bis auf ungefähr 34,50 Euro. Die Deutsche Bank kommt höchstwahrscheinlich weiter beim geplanten Verkauf der BHF-Bank, hat hier höchstwahrscheinlich einen Käufer gefunden. Die BaFin muss das jetzt erstmal prüfen, hat dafür 2 Monate Zeit. Die Anleger freuen sich aber schon heute und schicken die Aktie deutlich ins Plus. Dennoch, die Deutsche Bank ist weiterhin in ihrem Seitwärtstrend gefangen, in ihrer sehr volatilen Seitwärtsphase, die auch ein bisschen die Form eines aufsteigenden Dreiecks oder beziehungsweise eines symmetrischen Dreiecks annimmt. Da ist sie jetzt eigentlich, das möchte ich ein bisschen ordentlicher noch zeichnen, da ist sie jetzt eigentlich unter die untere Begrenzung durchgefallen, hat hier auch noch zusätzlich für ein weiteres Verkaufssignal gesorgt, als sie unter die 38 und auch unter die 100-Tage-Linie gefallen ist. Also das sind eigentlich keine besonders guten Zeichen. Immerhin scheint hier die Unterstützung bei 34 Euro noch ganz gut zu halten. Schauen wir uns das aber auch nochmal in einem übergeordneten Chartbild an. Hier sehen wir auch diese kleine Dreiecksformation, die jetzt leider nach unten verlassen wurde. Also wirklich kein besonders gutes Zeichen. Und auch hier nochmal das Augenmerk auf die 200-Tage-Linie. Also die spielt zurzeit bei vielen Werten eine wichtige Rolle. 200-Tage-Linie leider nach unten durchschritten. Kein besonders schönes Zeichen. Also eher eine etwas wackelige Angelegenheit gerade bei der Deutschen Bank.
Und wir machen weiter mit der Aktie von Bayer. Die steigt heute auch ganz ordentlich um 44 Cent nach oben bis auf ungefähr 96,50 Euro. Das ist positiven fundamentalen Neuigkeiten geschuldet. Die Aktie befindet sich aber ohnehin schon in einem lupenreinen Aufwärtstrend. Das ist jetzt noch ein schönes Plus obendrauf. Die Aktie hat hier eigentlich schon Anfang Oktober für zwei oder ein sehr starkes Kaufsignal gesorgt, als sie den 38- und 90-Tage-Trend nach oben überwunden hat. Wir sehen hier auch eine wichtige Unterstützungsmarke, liegt hier bei 90 Euro. Die Aktie hat hier aber noch deutlich Potenzial nach oben. Möglicherweise wird sie sich jetzt aber auch noch ein bisschen abkühlen nach diesem starken Anstieg. Schauen wir uns das nämlich auch noch mal in einem 5-Jahres-Chart an. Da sehen wir, die Aktie ist in den letzten 2 Jahren doch schon sehr heiß gelaufen. Also wirklich ein sehr steiler Trend, eine regelrechte Rallye nach oben. Hier gut unterstützt von der 200-Tage-Linie. Und wir sehen auch hier im Bereich von 90 Euro, da kann man sich durchaus einen kleinen Stoppkurs zurechtlegen. Und wir bleiben noch ein bisschen medizinisch, schauen uns zum Abschluss auch noch schnell die Aktie von Fresenius Medical Care an. Auch hier am Montag positive fundamentalen Neuigkeiten. Und zwar wird in den USA die Dialysezuzahlung höchstwahrscheinlich doch nicht gekürzt. Das ist natürlich eine wunderbare Neuigkeit für Fresenius Medical Care und könnte auch durchaus den Befreiungsschlag für die Aktie bedeuten. Also wir sehen hier den starken Montagsanstieg, wollen das natürlich aber auch noch mal in einem 12-Monats-Chart sehen. Wir sehen, die Aktie klettert heute fast 4 Euro nach oben und wir sehen hier auch am Ende des Charts hier diesen starken Ausschlag, hier diese gelbe Linie am Schluss, das ist der starke Ausschlag vom Montag, hat natürlich auch für weitere starke Kaufsignale gesorgt, 38 Tage, 90 Tage Trend nach oben erfolgreich verlassen und dann auch einfach so die Marke von 50 Euro hinter sich gelassen, also einfach noch diesen Widerstand auch noch spielend leicht aus dem Weg geräumt. Jetzt nimmt sie schon wieder Kurs auf die Marke von 52 Euro, höchstwahrscheinlich wird sie jetzt mal angetestet werden, aber dass sich daraus ein stabiler Trend entwickelt, wäre natürlich wünschenswerter, weil sowas einfach auch auf lange Sicht stabiler ist. Wollen wir uns hier auch die letzten Jahre anschauen. Man musste hier immer ein bisschen die Angst haben, dass sich hier so ein Top-Bildungsprozess entwickelt. Also die Aktie ist ja hier eher so in einem Bogen nach unten gelaufen. Marke von 45 Euro war hier immer so eine Schlüsselzone, beziehungsweise die Marke von 50 Euro, als die nach unten verlassen wurde. Das hat schon erstmal ein bisschen Druck aufgebaut und Angst gemacht. Wenn das jetzt aber alles so erfolgreich abgeschlossen wird und die 50-Euro-Marke erfolgreich verteidigt wird, ich nehme diese Marke nochmal raus, damit Sie noch etwas anderes sehen können. Und zwar auch hier schon wieder Augenmerk auf die 200-Tage-Linie, die hier schon bereits intraday erfolgreich nach oben verlassen wurde. Das ist natürlich auch noch zusätzlich wünschenswert, dass diese Marke auch noch hält. Und dann ist auch bei Fresenius Medical Care erstmal nach oben deutlich Luft, durchaus bis 55 Euro. Ja, und das war der Chartcheck auch schon wieder für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.